Wolltet ihr schon mal besser PvP werden? Dann schaut einfach mir zu, weil ich werde euch zeigen, wie das geht. Ja, und wir haben drei Punkte. Erstmal das Clicking, wie du kämpfst, und Aiming und bla bla bla. Und auf jeden Fall zeige ich das euch jetzt. Also das erste, was ich, was ihr lernen müsst, ist das Klicken. Ja. Ich glaube, ihr guckt jetzt mich dumm an, aber tatsächlich ist es so, ihr müsst erstmal das Klicken lernen. Ich kann euch gleich zeigen, nachdem ich die beiden ausgelöscht habe. Auf jeden Fall könnt ihr auch das, also könnt ihr Butterflyen. Ich werde es euch gleich zeigen, wie das geht. Also das ist wirklich ganz, ganz leicht. Also auf jeden Fall, ich halte es mal kurz in die Kamera ungefähr. Ihr macht zwei Finger so, ne? Und dann macht ihr einfach. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ihr könnt aber auch Jack klicken, falls ihr wisst, wie das geht. Das ist auch eigentlich eine richtige Methode. Also die ist wirklich auch ganz gut. Die würde ich euch auch tatsächlich empfehlen. Denn die ist wirklich super leicht. Und also naja. Was soll ich sagen, Jackclick ist jetzt nicht leicht. Ich kann es einfach auch nicht zeigen. Gleich. Also halt, ihr müsst einfach irgendwie so, wie heißt das? Also ihr müsst eure Finger so über die Maus gleiten lassen. Also über die. Also halt, macht ja so. Macht ja auch so, und dann könnt ihr auch sehr viele Klicks bekommen. Und die Methode würde ich tatsächlich für Anfänger nicht so richtig empfehlen. Weil ich finde sie selber noch schwer. Und wie ihr seht, kann ich eigentlich ganz gut aimen. Habt ihr überhaupt gesehen, dass ich nicht so gut aimen kann. Aber naja. Halt Aiming und der Part beim Killen. Also damit ihr erstmal überhaupt aimen könnt, werde ich euch versuchen, das an den Typen zu zeigen. Einfach A und Digga. Ja, also das Aiming, ich kann es euch tatsächlich sagen. Einfach. Ihr seid ja öfters auch beim Dings, also wie heißt das? Ihr seid öfters mal im Kampf und naja, ihr müsst auch sehr oft naja, versuchen, das zu gewinnen, also den Kampf. Und natürlich müsst ihr auch erstmal gucken, wie mache ich das? Also wenn das der Block wäre, würde ich nicht einfach so machen. Ich würde einfach wirklich auch A und D und so die ganze Zeit drücken und so um ihn herumgehen, damit er halt dich nicht treffen kann, und versuchen, ein bisschen nach oben zu zielen, so damit er auch in die Combo geht. Das ist tatsächlich der Part, den ich ein bisschen schwer finde. Ja, hier seht ihr, also wenn man hinter einem ist, dann geht das. Aber sonst würde ich das nicht so richtig empfehlen. Hallo? Hallo? Was? Schon wieder da. Ich bin gerade am Aufnehmen. Hm? Unlucky. Was denn? PvP-Tutorial. Lol. Ja, auf jeden Fall, das war mal kurz mein Freund. Wartet. Ich mute mich mal. Ich werde dich dann gleich wieder melden, okay? Mhm. So, also auf jeden Fall, ihr habt gesehen, das war mein Freund. Also, auch das Bestandteil mit dem Brücken bauen. Ich kann jetzt auch eigentlich. Ich wollte sagen, ich kann ganz gut Godbridgen. Hat nicht so geklappt. Aber naja, nicht so schlimm. Also, auf jeden Fall, Brücken bauen ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil.
Weil wenn ihr das könnt, dann seid ihr eigentlich good to go. Ich seht ja, ich brauche irgendwie eine Hackerbrecher. Die kann ich euch zeigen. Also ich würde so empfehlen, so 1, 2, 3, 4 Blöcke zu gehen. Dann hält ihr gedrückt und läuft nach vorne. Also halt so. Ihr hält eure Maus gedrückt und danach läuft ihr direkt nach vorne. Und halt, und dann könnt ihr auch rennen und so kontrollen. Ne? Ich glaube, ihr kennt das alles. Und naja, das war eigentlich schon fast alles. Ja, halt auf jeden Fall, was ihr auch noch beachten müsst, wäre dann das, ja, heißt das? Ja, wie ihr klickt. Also halt, Single-Click würde ich jetzt nicht empfehlen. Das erste. Naja, ich glaube, das ist irgendwie auch klar, warum ich das nicht empfehle. Und ja, also auf jeden Fall würde ich euch auch empfehlen, zu lernen, wie man so richtig bridget. Ich habe euch ja gerade eben noch eine Methode gezeigt. Ich kann euch auch noch eine leichtere. Ich kann euch auch noch eine leichtere zeigen. Also ich kann euch auch noch eine leichtere zeigen. Ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt mal kurz Purple auslöschen. Der geht jetzt gerade zu meiner Base. Aber jetzt nach Hause zu gehen, schafft er jetzt nicht. Also kann ich aus dem Bett holen und das Timing, das ihr auch macht. Also ihr müsst auch ganz gut eigentlich das Timing beachten, das ihr beim PvP macht. Auf jeden Fall, wir haben die Runde gewonnen. Also das Timing müsst ihr auch noch beachten, weil es ist auch ganz wichtig. Da, wenn ihr, keine Ahnung, ich sag mal, ihr seht zum Beispiel, ihr seid zum Beispiel gerade in einer Runde mit, ja, zwei Leuten. Das sieht ein bisschen sass aus. Auf jeden Fall, ihr seid in einer Runde Duos zum Beispiel. Da müsst ihr jetzt auch gucken, wann sind die Typen nicht in ihrer Base. Aber wenn ihr halt gut seid, dann könnt ihr das einfach ignorieren. Aber wie beim Chaos-Mode hier, müsst ihr das auch wirklich beachten. Naja, ich werde auch noch ein Part 2 machen. Da werde ich alles noch genauer erklären. Und ja, das war's mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.